im Kinderspital Zürich hat man herausgefunden, dass Ursula im Hirn kein Sehzentrum hat und kein Hörzentrum. Sie merkt, ob man es gut meint oder nicht, oder nur sagt. Sie nimmt die Vibrationen auf. Das ist nicht von einem Tag auf den anderen gekommen. Das ist nach Jahren gekommen. Genau. Typisch für Ursula, würde ich sagen, ist, dass es unmöglich ist, ihr einen anderen Rhythmus zu geben, als den, den sie hat. Ihr sagt einen guten Tag, gell? Ich rede mit ganzen Sätzen, aber sie versteht nur eins davon. Möchtest du es noch mal versuchen, Ursula? Ja, jetzt darfst du kumpen. Klar, das gehört dazu.